Hallo, wir sind Sebastian Weiß und Jeremias Kluge, sind beide 17 Jahre alt und kommen aus Chemnitz. Und wir haben bei der letzten Ausschreibung zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten 2011-2012 zum Thema Skandale teilgenommen. Ja, unser Thema war, wie gesagt, ein Skandal. Da ging es darum, dass von einem Sportler bei uns aus der Region ein Weltrekord, der auf Kreisklasse erzielt wurde, nicht anerkannt wurde. Und das war für uns eine sehr spannende Erforschung. Ja. Ja, wir möchten euch jetzt etwas dazu erzählen, wie wir unsere Arbeitsteilung so aufgeteilt haben. Und zwar war das so, dass wir die Vorbetrachtungen und die Definition zum Thema Skandale, was ja der vordere Teil der Arbeit ist, haben wir aufgeteilt und hat jeder stückweise Texte geschrieben. Dann aber am Ende haben wir uns in den Winterferien eigentlich die 2 Wochen zusammengesetzt und den letzten Teil, der die Analyse der Skandale betroffen hat, nur noch zusammengeschrieben, da es ja eine logische Reihenfolge ergeben musste im Text. Ja, weiterhin hatten wir halt auch etwas Zeitdruck, da wir eigentlich nur noch 1 Monat Zeit hatten. Wir haben Anfang Februar angefangen mit Schreiben, hatten dann noch die letzten Zeitzeugeninterviews und mussten uns dann etwas ranhalten, da ja am 28. Februar Abgabetermin war und haben dann unsere Lehrerin auch in den Winterferien die Arbeit zum Korrekturlesen gegeben, was sie auch so glücklicherweise gemacht hat. Ja, vielleicht zum Korrekturlesen nochmal zu sagen, das ist eigentlich ein wichtiger Teil, weil uns ist im Nachhinein, als wir die Arbeit nach Einsendeschluss nochmal gelesen haben, aufgefallen, es sind Formulierungen drin, die sind wirklich, da haben wir uns fast schon geschämt für. Also das Korrekturlesen ist wichtig und vor allen Dingen, es reicht auch nicht einmal, zweimal, sucht euch mehrere Korrekturen und die sollt es auch mehrfach lesen, weil am Ende kriegt man das, wenn man selbst im Stress ist, solche Fehler gar nicht mehr mit. Man weiß nur noch, wie der Text eigentlich im Kopf lauten sollte und liest wirklich nicht mehr das vom Papier ab, sondern liest das eigentlich, was im Kopf da entsteht, ab. Und das ist ein großes Problem, wenn man selbst versucht, seine Arbeit Korrektur zu lesen. Also sucht euch Eltern, Lehrer, Verwandte, Bekannte als Korrekturleser und die sollen euch dann bei Zeiten die Arbeit Korrektur lesen. Und es ist vielleicht auch wichtig, dass ihr die ihnen ausgedruckt gebt und die das nicht am PC lesen, weil da seht ihr vielleicht auch, wie das mit eurer Formatierung hinhaut, weil es gibt nichts Schlimmeres als eine schöne Arbeit, die dann, sag ich mal, schlecht verpackt ist durch die Formatierung. Ja, wir nehmen auch zum diesjährigen Thema Nachbarn beim Geschichtswettbewerb wieder teil mit einem relativ spannenden Thema und müssen aber eigentlich feststellen, wir hatten uns vorgenommen, dass wir dieses Jahr eher anfangen zu schreiben und zwar im Dezember und Januar wollten wir anfangen mit Schreiben, haben aber bis jetzt eigentlich noch keine wirklichen schriftlichen Ergebnisse vorzuzeigen und müssen uns deswegen jetzt wieder ranhalten. Aber ich denke, für uns ist es einfach so, dass wir mit Zeitdruck besser arbeiten können. Und hoffen einfach, dass wir jetzt noch gut die Arbeit zu Ende bringen können und da auch noch die Zeit der Winterferien noch gut nutzen können und uns dort oft treffen können, um die Arbeit zu vervollständigen. Richtig, und da wäre es jetzt eigentlich auch noch an uns, jetzt einen Schlussappell zu setzen. Nutzt einfach noch die verbleibende Zeit und vor allen Dingen, da jetzt auch bei vielen, für viele für euch die Winterferien auf euch zukommen, könnt ihr die Zeit wirklich gut nutzen. Uns hat das sehr geholfen, dass wir keinen Schulstress mehr hatten. Da haben wir einfach nochmal volle Konzentration auf die Arbeit gesetzt. Ist vielleicht nicht so das Traumprogramm für die Winterferien, aber im Nachhinein könnt ihr dann wirklich sagen, ihr habt was gemacht, was andere in eurem Alter nicht gemacht haben. Ihr habt euch ein halbes Jahr mit einem historischen Thema wirklich beschäftigt, habt da eigene Erkenntnisse draus gefolgert und gewonnen. Und im Endeffekt bringt euch das wirklich sehr, sehr viel, diese Arbeit. Und deshalb nutzt einfach noch die verbleibende Zeit und lasst euch wirklich von dem Stress da nicht die Motivation nehmen, denn es wird schon irgendwie gut gehen mit der Arbeit. Und vielleicht sind auch ein paar schlaflose Nächte ganz gut, dass ihr da die Arbeit vorantreiben könnt. Gut. Tschüss.